Wir sind im Abstiegskampf. Hildesheim gegen Ringsburg. Moritz startet. Okay, du bist für die Namen zuständig? Ich bin für die Namen zuständig. Perfekt. Oh, schöner Receive. Ah, schade. Der Set ist schwierig. Ein bisschen sehr offset. Ja, ich muss es direkt erwähnen. Na? Das wäre die Möglichkeit für einen Tweener gewesen. Make Tweener great again. Ja, Yannick ist ja noch im Spiel 2019 sozusagen. Und möchte die Tweener wieder reinbringen. Aber man muss sagen, Moritz macht gut Druck mit seinen Angaben. Also ich habe ja schon ein paar Spiele jetzt gesehen, auch von ihm. Ist er left. Und weiß ich nicht. Er wirkt irgendwie so. Weiß ich gerade gar nicht. Müssen wir mal gucken. So, Justin. Die hat gut Brit gemacht. Ja, es ist auf jeden Fall schwierig mit Bällen hier heute. Die haben einen Ball im Game. Oh. Justin legt rein und... Ja. Ich bin echt kein Fan von diesem Safety-Aufschlag. Warum wird der wiederholt? 1-1. Ja. Weil die sich nicht sicher sind, ob der im Rim war. 1-1. Ja. Naja, also mit diesen Safety-Aufschlägen ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Möchtest du dich im Kopf auch wieder irgendwie ins Game reinbringen? Mach nicht so hoch, gib mir. Oder willst du Druck auf die Angabe bringen und darüber irgendwie im Spiel Druck machen? Meine ich, ja, es funktioniert. Also wenn du, wenn die Defense stark ist. Mhm. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach keinen Safety-Aufschlag habe. Ja. Schwierig auf jeden Fall. So, ich proste jetzt hier mal mit meiner Ananas. Grüß alle. Nicht mehr viel dran. Musst du nicht vorher auffüllen? Ja, ich hab's nicht geschafft. Top vorbereitet für den Stream. Und Dirk Ballard. Wir haben 2-2. Merkenswert, einer der wenigen Spieler, die ohne Kniepolster spielen. Kniepanzer nennst du das? Kniepolster? Okay, ich habe Panzer verstanden. Nein, unterschreibe ich. Kniepanzer. Ja, ist wunderbar. Kniepanzer. Ja. Stimmt, das sind hier die meisten mit Kniepanzer unterwegs. Hörst du das Netzmikro? Weil ich habe es, glaube ich, nicht. Ich höre den nicht gut. Nee. Regie? Okay. Ich höre die nicht. Aber für, also, ich mache uns hier vielleicht mal ein Ohr auf. Ah, jo. Ich hab's gehört. Achtung, hinter dir Ball. Ja. Ist ein bisschen leise, aber ja. Ist nur einer von uns, ne? Drei beide. Ah, gut. Oh, starke Angabe. Okay. Was ich eben schon gesagt habe. Also, Moritz macht gut Druck mit seinen Angaben. Damit kommt er heute auf jeden Fall hier gut durch den Spieltag. 4-3, ja. Hab ich? Komm an! Schön in die Grenze. Komm an, komm an! Schade. Oh, da wurden wir fast umgerannt. Mein Herz kurz stehen geblieben. Ja, also die Defense war da, würde ich behaupten. Ja, also klar, irgendwie von der Defense geprägt, gerade die Rallye. Da hat Dirk auf jeden Fall alles gegeben. Hat leider nicht gereicht. Vier beide. Wir sind bei vier beide. Jawohl,
5-4. Ah, Justin probiert es mit einem kurzen. Er hat leider den Wind erwischt. Der war zu kurz, würde ich behaupten. So ein Stück, dann erwischt er die Pocket und den kriegst du nicht. Ja, Dirk hat auch auf jeden Fall Zug auf dem Ball. Da schlägt halt auch mein 2019er Herz hoch. Ein Cutsurf, einfach ballern. Einfach ballern. Ach, schade. Oh, jetzt hätte ich ja mal auffüllen lassen können. Thomas? Hier, warte mal. Ich muss hier, warte mal. Erstmal Angabe gucken. Oh, starke Angabe, aber auch ein guter Receive. Ei. Da wird jetzt über einen möglichen Hinder diskutiert. Ich das sehe wird, glaube ich, wiederholt, ja. Ich glaube ehrlich, er wäre nicht hingekommen, aber. Gut, aber er hat es probiert. Ja, ja. Und das ist dann definitiv auch ein Hinder. Ja, du siehst die Leute vor dir, ist irgendwie in deinem Kopf. Ja. Ja, das ist ein toller Service hier auf jeden Fall. Dankeschön. Oh, schön Defense. Das ist auf jeden Fall. Ja, so ein Stück im Block, aber. Ist ein starker Hit auf jeden Fall. Das ist auch echt bemerkenswert, so wenn du eine Zeit lang nicht auf den Turnieren warst, siehst nicht mehr wirklich, ist das jetzt lefty, righty oder so. Leute ziehen einfach durch. Von den Abschlüssen meinst du, weil die Abschlüsse so gut sind. Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, hier schlägt noch ein 2019er Herz. Oh, wilde Angabe, aber stark und gut Druck gemacht von Lukas. Ja. Aber Hildesheim geiler Set. Kann da auf jeden Fall ganz gut dem Druck standhalten. Obwohl es hier um Abstieg geht, also noch siehst du nicht die Nerven. Nee, gar nicht, im Gegenteil. Ich glaube, dass manchmal ja der Druck auch hilft, um gut zu performen. Und ich glaube, dass hier beide Mannschaften sich den Druck so ein bisschen auch zunutze machen können. Es ist immerhin kein einseitiges Ding, also es geht für. Und das, ja genau, es ist schön, dass es sehr knapp ist. Wobei jetzt auch gern mal wieder eine Angabe kommen dürfte. Prost! Hört man mich nicht gut? Das rutscht immer runter, ja. Ist ein Problem bei mir tatsächlich. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wie lief es bei den beiden Teams den Tag über? Ja, well, Regie. Naja, also gegen die Raccoons haben die Hildesheimer ein Spiel geholt. Ja, Regensburg 4-1 gegen Berlin verloren. Genau. Also kann nur noch bergauf gehen. Für beide Teams. Ah, schade. Ich glaube, der sollte sicher kommen. Aber, also, das fühle ich richtig. Ich versuche auch ganz häufig eine sichere Angabe zu machen, die dann leider zu sicher kommt und dann zu kurz ist. So, wir sind bei 9-7. Es gibt keine sicheren Aufschläge. Gibt es nicht. Ja, das sagst du gerne, das stimmt. Es ist einfach so. Außer ein Tween-Aufschlag. Tween-Aufschlag ist sicher. Uff, der war gut. Yo. Starke Angabe. Okay. Der rutscht unten durch. Der sah fast nach Rim aus, also einfach nur, weil er so flach aussieht. Weil er so flach ist, weil er gar nicht rauskommt, ja. Ist aber ein cleaner Aufschlag. Schön rausgedutscht. Ja, alles gut, mein Gott. So, Hildesheim muss jetzt mal ein bisschen aufdrehen.
Also nicht, dass sie schlecht spielen, aber da müssen sie jetzt mal für sich entscheiden. Ja, haben sich mit Moritz beim Aufschlag schon mal gut Voraussetzungen. Ja, Druck ist da und als hätte er mich gehört, macht er gut Druck auf die Angabe und Fehler im Abschluss. 9 zu 10. 9 zu 10, erste. Boah, stark. Schön, schönes Ding. Ja. Oh, da hat Justin auf jeden Fall die Lücke gut gesehen. Der ist, Bowler. Der ist in der Verteidigung quasi nicht zu halten. So flach. Solange du keinen Spagat auf dem Boden machst, so da. Tja, müssen sie vielleicht üben. Schöne Angabe von Justin. Zehn, zwölf. Sorry. Ich dachte, mit den 12 war gerade richtig, aber... Ah, schade. Ja, jetzt wird beim zweiten geballert. Ja, ist aber auch wichtig, da Druck drauf zu bringen. Also ich finde die Entscheidung gut. Und dann musst du eben auch den Doppelfehler mal in Kauf nehmen. Aber was sagst du zum Aufschlag gerade? Hinterm Rücken, kleine Drehung. Lang nicht mehr gesehen. Sorgt für Verwirrung, würde ich sagen. Aber vielleicht auch beim... Ja, beim Lukas selber. Ja, es bleibt knapp. Und Moritz ist wieder in der Angabe. Ja. Der bringt echt gut Druck drauf. Ich würde sagen, es ist ein Lefty. Ja. Wenn Moritz sich das später anguckt, wird er bestimmt den Kopf schütteln, dass ich das nicht weiß. Sorry im Voraus. Elena, schuld. Ich verlasse. Scusi. Bei allen Infos bezüglich Regeln, Players, ich verlasse mich hier auf Elena. Ich bewerte nur den Flex. Hat doch nichts mit Regeln zu tun. Ja, aber da zähle ich auch auf dich. Oh ja, schön. Also Regensburg sieht die Lücken gut und kann sie gut ausnutzen. 13-12. Ich weiß gar nicht, haben wir ein Hardcap 21? Ja, wir sind auf jeden Fall hier gut im Zeitverzug, deswegen ist wahrscheinlich Hardcap 21 nicht schlecht. Aber haben wir heute noch nicht gebraucht, oder? Nee. Das ist der erste Satz. So, ganz. Möchtest du aus meiner Ananas trinken? Zeig mal, was hast du in deiner Ananas? Wasser. Gerne einen Schluck. Ja, dann bitte. Weg das Wasser. Oh, schöner Abschluss. Hat er in Kassel gelernt? Ja, den hat er in Kassel gelernt. Den hat er hier heute gelernt. Nein, stimmt natürlich nicht. Oh, starkes Ding. Was für Call? Pocket? Ich vermute Side Pocket. Ah, den versucht er kurz zu spielen. Schade. Es kommt öfter mal ein Kurzer auf den zweiten. Also ich glaube, wenn Lukas die Angabe trifft, die er da immer mit der Backhand zum also mit Rücken zum Netz macht, dann kann die auf jeden Fall brandgefährlich werden. Ich würde bei 14-13 mutig. Das auf der anderen Seite kannst du dann natürlich halt auch hoffen, dass es ein Ass wird und damit den Sack zumachen. Aber jetzt haben wir 14-14. Ich würde gerne eine Variation von der Angabe sehen. Dass du links fakest, rechts fakest. Mhm. Gab's 2019.
Schön. Ist starker Abschluss. Stark aus der Nivellzone. Ja, ich glaube, wenn er flacher gekommen wäre, hätte Moritz den gehabt. Deswegen ist es in dem Fall gut gewesen, dass er so hoch rausgekommen ist und weit geflogen ist. Also spannend. Ich hätte jetzt hier eigentlich ganz gerne noch mal so ein bisschen Popcorn. Thomas? Läuft der hier noch rum? Wir sind bei 15:14. Zweite Angabe. Das könnte schon der erste Satz gewesen sein. Die Angabe ist hoch. Beziehungsweise? Ich hätte sie auf jeden Fall schlecht gecallt. Ja. Wahrscheinlich eher Pocket, aber ja. Justin, ja, irgendwas sagt, ist falsch. Fein. War sich erst nicht sicher, aber 15 beide. Die ist hoch. So, 16:15 für Regensburg. 6:5? Ja. Erster. Na, jetzt flattern doch ein bisschen die Nerven. Ja. Also, fühle ich. Würde mir genauso gehen. Oh, da bringt er aber ganz gut Druck auf die Angabe. Let's go! Und Moritz boomt den rüber. Sah jetzt auch gefühlt eher nach einer sichereren Aufgabe, nach einem sichereren Aufschlag aus. Also vielleicht zu so 70%, aber. Ja, aber der Druck gefährlich. Ist da. Let's go! Das ist eine starke Angabe gewesen. Wichtiger Aufschlag. Ja, wichtiges Break für Hildesheim. 7-6, ja, erste. Zwei gesetzt, komm mal. Ich nehme gern den zurück. Den Assball möchte er wieder haben. Das gute Karma möchte er behalten. Ja, wir kennen es alle. Und damit macht er einen guten Aufschlag. Aber starker Abschluss von Dustin. Scheint beiden Glück zu bringen, aber ich bin abgerollt. So, also was würdest du sagen? Kommen wir hier aufs Hardcap? 17:17? Ja, also die letzten, sagen wir mal, 10 Punkte. Ist bis auf das einen Break jetzt nicht so viel passiert. Also ich finde es immer schade, wenn es mit Hardcap endet. Weil es zu knapp, irgendwie man hat das Gefühl, da geht mehr. Aber gut, aber wie weit willst du spielen? Come on. Let's go. Ich sage einfach, es endet 2018. Wir sagen gerne Schmutzball auf 2, in dem Fall aber effektiv. Also gut angenommen, mittig übers Netz, und den kannst du im Grunde genommen einfach nur wegballern, vor allem wenn da keiner steht. Aber wir wissen auch alle, wenn du den zweiten nicht machst, 10 Liegestütz. 10 Liegestütz. Tja. Das Risiko musst du wohl eingehen. In dem Fall hat Dirk auf jeden Fall sich richtig entschieden. Starke Angabe, aber auch ein guter Receive. Oh, schön. Und da ist der Sieg für Hildesheim. Erster Satz. Schöner erster Satz. Bitte auch in der Defense. Er stand eigentlich da, rennt zu weit. Ja, aber das war ein starker Abschluss. Eine schöne Backhand noch zum Schluss, die wir hier gesehen haben. Da würde ich sagen, ein Schluck aus der Ananas. Oh. Auf alle. Ganz Corona-konform. Warte, da ist nichts drin. Ja, ich muss mir Leute zum Auffüllen suchen. Obwohl, ich glaube, ich nutze das Break. Severin? Severin? Severin! Willst du mal auf? Also, ich hab noch, aber. Mach da mal was rein. Da steht so eine Mate-Kiste und ich nehme die andere. Genau, das Wasser.
Das Wasser bitte. Ja. Wir sagen es. Wir trinken hier nicht. Ein Punkt vor, dann hier zurück, im Vor. Ist gut, ist fein. Die Ananas ist noch voll. Ist auch das erste Spiel jetzt von der Begegnung, oder? Ja. Das ist das erste. Ich weiß gar nicht, hinten auf dem Netz spielt keiner. Aktuell zumindest wärmt sich da irgendwie angeschlagenes Kassler-Team auf. Auch so ein Kassler-Ding. Die Hälfte unserer Spieler sind verletzt, aber geflext wird trotzdem. Oh. Janik, achso, nee, jetzt geht's los. Aber ich würde dir gleich gerne noch eine Frage stellen. Moritz startet mit einem Ass. Das ist natürlich wichtig. Wichtig für Hildesheim. Sehen wir im Replay nochmal. Stark, er geht. Der geht weit weg. Aber also Justin macht stark. Ja. Starke, flache Abschlüsse und auch immer in die Lücke. Also die sieht er gut. Wann war das letzte Turnier, das du gespielt hast? Oh. Moment, jetzt mal rechnen. Ich glaube, das war nach der ersten Corona-Pause in Prag. Ah ja. Oh, ja. Ja, das war auch der Grund, aus dem ich dann aufgehört habe. Weil... Ja. Ich hab mit Jonas. Shoutout zu Jonas. Also, hier waren starke Blocks. Gute Defense. Haben wir ein Replay? Jawohl. Wir sehen ein Replay. Guck dir mal den Block an und dann noch ein Block von Dirk. Richtig stark. Boah, und den flickt da schön weg. Hammer. Das ist RoundNet, wie wir es sehen wollen. Jetzt auch mit ein paar mehr Aces im zweiten Satz. Die Leute sind ein bisschen reingekommen. Also, beide Teams sind auf jeden Fall richtig on fire. So, jetzt kannst du mal erzählen. Ja. Also wir waren in Prag. War in Prag, war nach der Corona-Pause. Am Freitag waren Pickups. Es waren 20 Teams da. 19 konnten Cutsurf. Ich habe nur Cutsurfs gefressen. Ich habe die noch nie vorher gesehen. Hat keinen Bock mehr. Ja. Oh, starker Kurzer. Und das hat sich jetzt mal ausgezahlt und wir sind im 4:1. Wir sehen es auch noch mal im Replay. Boah, die ist richtig kurz. Cool. Justin sieht es noch, aber ganz knapp verpasst er die leider. 4:1. Hildesheim kann sich gut absetzen jetzt gerade. Mal sehen, ob sie es halten können oder ob Regensburg nochmal zurückkommt. Schade, gut gemacht, Wahnsinn. Ja, so eine frühe Führung im Satz ist immer wichtig. Mhm. Vor allem, wenn du den ersten auch gewonnen hast. Ne? Da muss Regensburg jetzt mental stark bleiben, um da irgendwie den zweiten Satz vielleicht für sich noch holen zu können und in den dritten zu gehen. Aber also, da hat Lukas auf jeden Fall ordentlich Druck gemacht. Aber Hildesheim bleibt unbeeindruckt davon. Mit einem Schmutzball auf zwei, wie wir gerne sagen, ne? Mir gefällt auch der Aufschlag aus der gleichen Hand angeworfen. Ja. Ist für Fakes starkes Ding. Für Fakes halt unglaublich effektiv. Ja. Ah, schade. Der Tweener-Ansatz war da. Ja, der war nicht Tweener-berechtigt, würde ich sagen. Aber einfach schwierig. Der Abschluss ist einfach schwierig, wenn da so viel Druck auf dem Ball ist. Also die Angaben sind stark. Oh, Moritz mit gutem Auge. Wurde dann noch angespielt, legt er, aber... Ja, legt er den quasi vor Justins Hände. Und noch eine Schelle. Stark. Hildesheim ist gut on fire. Ja.
Wir sehen das Replay nochmal. Boah. Ja, da ist so viel Druck drauf, da kann Lukas die Geschwindigkeit gar nicht aus dem Ball rausnehmen. Ich habe auch das Gefühl, inzwischen sind die Leute mehr schöner Defense. Oh, das war richtig stark. Also die Angabe, sehen wir jetzt vielleicht nochmal im Replay? Nee, aber den Block, den Soft-Touch und dann ein Backhand-Flick. Auch gute Kommunikation. Also man sieht das hier oft. Sehr stark. Es kommt die Möglichkeit für einen Soft-Touch, beide laufen und im Endeffekt geht der Ball verloren, weil keiner mehr am Netz steht. Wir haben ein Timeout. Ja, verständlich auf jeden Fall. Ja, würde ich, glaube ich, bei dem Score auch nehmen, auf jeden Fall. Ich würde sagen, Zeit für Ananas. Prost an die Regie. Ist auch echt interessant, mal dieses ganze Behind the Scenes hier zu sehen, wie viel hier doch offen ist. Mhm. Da wird auch gefragt, ob Fabi Maus im Hintergrund ist. Ich weiß nicht, wer Fabi Maus ist, aber Fabi Klaus ist im Hintergrund, ja. Ja, hat öfter mal den zweiten nicht getroffen, aber dadurch kommt jetzt halt dieses Brit bei den Aufschlägen. Spielt den zweiten. Aber man sieht auch, die Stimmung ist trotzdem gut am Netz. Das finde ich auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Also, Ringsburg lässt sich da den Spaß nicht nehmen. Generell, obwohl es hier der letzte Spieltag ist, bei vielen um Aufstieg, Relegation, Abstieg geht, es gab kein einziges Spiel mit Observer, keins irgendwie mit großen Differenzen am Netz. Und Ringsburg tut auch gut daran, jetzt auch so Rim-Angaben anzunehmen, weil Hildesheim doch... Come on! Da war noch, Justin. Da war noch. Auch mit Aces dran ist. Da war Justin, glaube ich, am gucken, ob da ein Foodtrack ist, aber sah gut aus von Dirk. Und wir sind bei 9-3 mittlerweile. Das war ein starker Set und richtig gut abgeschlossen. Extra Punkte für den Flex. Würde ich auch behaupten. Wir sehen es mal im Replay. Guck dir mal den Set an und dann kann Justin den richtig gut pullen. Da hat Hildesheim keine Chance. 4-9. Ja, der Aufschlag, aber ich würde den gerne mal auf dem Netz sehen. Ja, schön. Defense steht an sich gut. Defense steht gut, aber kannst du halt in der Halle leider nicht viel machen. Beziehungsweise auch auf dem Feld, glaube ich, nicht. Also, wenn da ein Netz ist, dann ist da ein Netz. Und dann sind da andere einfach. Aber schöner Aufschlag. Oh ja, schön. Ah, der Set war leider zu kurz. Das sah von dir fast gut aus. Offset gewesen. Und das ist wieder die Chance für Regensburg, da nochmal Druck mit der Angabe zu machen und sich nochmal ein paar Punkte zu sichern. Oder vielleicht den Satz. Stark! Oh, oh, oh. Oh, stark. Alles ein bisschen schwierig hier, aber macht! Macht! Oh! Erzähl mir... Okay, haben wir ein Replay? Wir haben, ein Replay. Also, Lukas ist aus der Kamera, aber da sehen wir nochmal den Block und Justin haut den leider an den Rim. Das ist so schade. Da muss man wirklich auch ruhig bleiben. Also, das ist wirklich unfassbar schwer. Bei so einem Set dann, also das Set ist gut, aber wirklich hoch und da dann ruhig zu bleiben und den flach abzuschließen. Das geht dann leider an den Rim. Schade. Und Moritz ist richtig weit gegangen. Und genau das Gleiche. Da ist es einfach schwierig, aus so einem Lauf noch einen Abschluss gut hinzubekommen. Das ist einfach schwer. Ja, man ist dann so gehypt, dass man die Long Recovery hat. Ja, natürlich. Hat. Genau. Dann kommt der Set auch noch, du denkst, okay, kurz, lang, ballern. Das ist total schwierig. Aber schöne Ballwechsel hier. Ein schöner zweiter Satz.
Kurzer Versuch. Da. Nora? Mach los. Knapp. Es fühlt sich nicht mehr nach dem 6-11 an. 12-7. Wir sind mal 12-7. Wir sind mal 12-7. Wir sind bei 8. Wir sind bei 8-12. 8-12, ja. Starke Angabe, ja. Ah! Ja, also Lukas steht gut im Block. Und ja, das ist dann einfach guter Abschluss. Da kannst du nicht viel machen. Ich habe immer das Gefühl, dieses Hochspringen im Block, das nimmt einem viel Möglichkeit. So, falls er dann doch höher geht, über dich drüber kannst du nicht mehr laufen. Ich glaube, er hat sich da auch gerade geärgert, dass er nicht... Na gut, aber Justin war ja im Grunde genommen auf dem Weg und hat den langen abgedeckt. Das ist dann... Da musst du dich dann halt drauf verlassen, dass dein Partner den hat, aber jetzt... Ja, dabei. Oh, Breaking News, ist Kassel sicher Achter? Ja. Ja, Kassel hat heute unter Druck performt. Gucken, wer das hier nachmachen kann. Ja, wird schon schwierig jetzt auf jeden Fall für Regensburg, zumindest in diesem Spiel. Aber also ich muss sagen, Justin und auch Lukas sehen die Lücken gut. Die spielen gut auf Lücke. Also wenn sie nicht geaced werden, sind sie... Ja gut, aber ganz ehrlich, also die Angaben sind auch stark aus Hildesheim. Aber ich habe das Gefühl, so die besseren Aufschläger sind Hildesheim, aber so von dem Ingame... Nehmen die sich beide nichts. Ja. Also ich finde, das ist ein schönes Spiel, was wir hier sehen. 10-13, zweiter. Oh mein Gott, ja! Oh, hast du das gerade gesagt? Hey, also ich finde, Replay bitte nochmal. Guck dir mal dieses Ast an. Alter Falter, jetzt haben direkt mal ein Timeout genommen. Ja. Also, ja, absolut angebracht. Dafür, dass du gerade gesagt hast, dass Hildesheim die stärkeren Angaben hat, finde ich, das war eine gute Antwort, würde ich sagen. Genommen zu darauf haben. Prosten wir. Das ist vor allem bei dem Score so wichtig. So wichtig für Regensburg. Wir haben alle schon größere Comebacks gesehen. Also ich meine 2 Punkte. Gut, aber im Grunde, ja, natürlich. Aber im Grunde genommen haben die schon einen Satz verloren. Also wenn die jetzt nicht zurückkommen, dann wird es, glaube ich, schwer. Also ich muss sagen, echt starke, starke Nerven da von den beiden. Die schlagen sich gut. Und es ist schwer, es ist so schwer. Sorry. Ich habe nicht mal die Frage verstanden. Ach, wir überlegen, wo sie stehen. Aber ja. Wir haben 11-13, Justin. Knappes Ding. Ja, also. Gut. Also, er war nicht hoch. Aber wir sehen nochmal das Replay. Schwierig, aber sie einigen sich darauf, dass die Angabe clean war. Also es ist manchmal wirklich auch nicht einfach zu sehen. Boah, also wow. Justin macht so einen Druck gerade mit der Angabe. Was ist das für ein nervenstarker Mensch? Ja, liegt 10-13. Unfassbar, 13-13 und plötzlich ist alles wieder offen durch 2 Ass, 3 Asse. Unfassbar. Der ist hoch. Da sind sich alle auch einig. Ja.
Ja, wie gesagt, also mit Bällen ist hier irgendwie heute Schmutz. Grüße an Passel. Weiß nicht, wer das hier organisiert. Aber haben sie ja nochmal vier Bälle jetzt. Und hast alle anderen Netze leer? Wo sind die Bälle? Nee. Ah, schade. Schade, schade. So, Moritz mit dem 14-13. Der kann das jetzt hier entscheiden. Boah! Unfassbar, wir sehen es bestimmt nochmal. Wir sehen es nochmal im Replay. Scheiße! Wunderschön, wunderschön. Und damit entscheidet Hildesheim dieses Spiel mit 2-0 für sich.